dass sie aus keinem Kurs eigentlich so verschwitzt rausgehen wie aus Hitzerbeet, aber trotzdem unbedingt wiederkommen möchten. Also sie sind teilweise platt, wenn sie das möchten, sind sie platt, aber sie kommen trotzdem jedes Mal gerne wieder. Und ich muss wirklich sagen, das ist echt so. Also man sieht das an den hochroten Köpfen und trotzdem stehen sie das nächste Mal wieder da. So, Manu, jetzt sind wir wieder hier auf meinem YouTube-Kanal. Hallo an alle zusammen. Mein Name ist, ich fange nochmal von neu an. Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Peter Sowinski. Willkommen wieder auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin der Gründer von Hit the Beat und willkommen zu einem neuen Erfahrungsbericht hier mit der lieben Manu, die sich heute die Zeit genommen hat, um über die Hit the Beat-Ausbildung zu sprechen. Bevor es losgeht, Manu, stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor. Also, mein Name ist Manuela Vogt. Ich bin 55 Jahre jung und seit 2 Jahren Hitzerbeat-Trainer, mit Begeisterung Hitzerbeat-Trainer. Begonnen hat alles eigentlich. Ich habe da so ein Video gesehen in YouTube und war sofort Feuer und Flamme. Und eigentlich bin ich zum Sport über die gelernte Friseurin gekommen. Also, ich bin ein kompletter Quereinsteiger gewesen. Habe dann die Trainerlizenz gemacht, Sportreha-Trainer und alles. Und bin dann irgendwann auch zum eigenen Fitnessstudio gekommen. Und dort gebe ich die Kurse. Und Hitzerbeat ist eigentlich eine Bereicherung für mich im Kursbereich. Vor allem auch für meine Kraftsportler, die dadurch auch wieder ein bisschen beweglicher werden. Cool, jetzt hast du schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Freut mich, dass du da so eine schöne Karriere hingelegt hast als Trainerin bis zum eigenen Fitnessstudio und da die Leute inspirierst durch deine Leidenschaft. Was mich natürlich jetzt interessiert, du hast ja schon so viel hinter dir, dann so viele Ja. Lizenzen und so viele Ausbildungen. Was hat dich dann an Hit the Beat besonders gereizt? Was war der Moment, okay, das möchte ich jetzt auch nochmal kennenlernen? Also es hat mich schon mal gereizt, weil ich schon gesehen habe, dass das sehr fordernd auch sein kann, auch für geübte Sportler, aber auch für Anfänger, weil das also zerlegt werden kann in verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und ich habe auch etwas gesucht, wo ich auch mich selber als Trainer auch noch neu herausfordern konnte. Ich meine, ich war dann damals auch schon 53 und wollte halt auch wissen, kann ich das auch in meinem Alter noch umsetzen und unterrichten? Also das war das, was mich herausgefordert hat. Cool, und diese Herausforderung, wie war die? Du hast ja die Herausforderung angenommen, du hast die Ausbildung gemacht. War es eine Herausforderung oder war es doch einfacher als gedacht? War es schwerer als gedacht? Was waren da deine Erfahrungen? Es war eigentlich für mich selber schon schwerer als gedacht, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil ich die zum ersten Mal eine Ausbildung online gemacht habe, also nicht vor Ort gemacht habe. Das war Umstellung für mich, aber ich bin da so gut ge geführt worden. Ich habe ja meine eigene Trainerin von euch zur Seite gestellt bekommen, die Vicky, und hatte da immer einen Ansprechpartner. Also ich konnte die wirklich nerven mit meinen Fragen und die hat das auch super erklärt. Und dann bin ich da schön langsam hineingewachsen. Und so nach einem Vierteljahr war ich dann eigentlich schon Feuer und Flamme und habe gedacht, das rockst du und das schaffst du. Mega, ich werde das nochmal auch für die Leute, die hier zuschauen, kurz erklären, dass jeder bei uns, wenn er eine Ausbildung macht, egal ob online oder vor Ort, hat halt eine Ansprechperson, den Mastertrainer, der da 5 bis 20 Jahre lang Erfahrung hat, je nachdem, wer der Mastertrainer oder die Mastertrainerin ist. Und dann hat man eben einen persönlichen Ansprechpartner, der einen durch die Ausbildung führt. Bei dir war es die Vicky. Und wie ich sehe, hat sie ja sehr, sehr schön und sehr erfolgreich umgesetzt. Was hat dir dann während der Ausbildung am meisten Spaß gemacht? Oder was macht dir jetzt gerade am meisten Spaß, wenn du an Hit the Beat selber denkst? Also während der Ausbildung hat mir am meisten Spaß gemacht, dass man sich ja langsam von einem Level zum anderen weiter durcharbeitet. Und ich habe mich dann schon immer aufs Nächste gefreut, was als Nächstes kommt, weil das wusste ich ja im Voraus auch nicht. Und
Jetzt also als Trainer selber einfach die Gruppendynamik, die beim Hitzebeat ist. Also es ist wirklich so, dass die untereinander sich ganz, ganz viel austauschen, untereinander ganz viel pushen. Ich mache ja auch noch andere Kurse. Da ist jeder mehr so auf sich selbst bezogen, egal ob das jetzt das Jumpen ist, da steht jeder auf sein Trampolin und macht halt sein Ding. Oder auch beim TRX, aber in Hitzebeat ist halt wirklich so, dass sofort jeder auch auf den anderen achtet und den auch dann von sich aus dann auch nach der Stunde noch Tipps gibt. Oder wie ich habe jetzt wieder neue auch mit dabei im Kurs und die ist halt dann nach dem Kurs noch ganz aufgeregt gewesen und dann ist sofort eine Teilnehmerin hingegangen und hat gesagt, beiß dich durch, gib dir einfach mal drei Kurse Zeit und du wirst sehen, du rockst es. Also die haben dann die sofort auch aufgenommen. Voll schön zu hören aus deinen Erfahrungen, auch was deine Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer dir da mitgeben. Du hast schon ein paar Unterschiede angesprochen zu anderen Kursen. Du hast ja sehr viel Erfahrung, ist ja nicht der einzige Kurs, den du gibst. Kannst du noch irgendwie sagen, in deinen Worten, was zeichnet Hit the Beat aus? Also im Gegensatz zu anderen Kursen, natürlich hat jeder Kurs da seine Vorteile, aber wo würdest du sagen, das ist anders oder das ist etwas, was mich überrascht hat, was ich vielleicht so nicht gesehen habe. Kannst du das versuchen, deinen eigenen Wort nochmal wiederzugeben? Also es hat mich überrascht, in welch kurzer Zeit die Teilnehmer zu mir kommen und sagen, sie haben zum Beispiel schon mehr Kraft entwickelt, können plötzlich Liegestütze sauber ausführen, wo sie vorher nicht konnten, oder den Plank viel länger halten. Also sie haben wirklich innerhalb von ein paar Stunden eigentlich schon ein Erfolgserlebnis. Sie merken, dass sie beweglicher werden. Und was mich halt wirklich fasziniert, dass es wirklich von jedem Alter ausgeführt werden kann, dass das nicht so eine bestimmte Zielgruppe ist, sondern dass ich sowohl die 16-Jährigen als auch ich habe Teilnehmer, die sind schon fast 60, trotzdem auch mitnehmen kann und jeder geht zufrieden aus dem Kurs raus. Und die Musik, also die Musik ist einfach, die führt einen ja quasi, die pusht einen dadurch. Cool, jetzt, du bist, ich mag das. Ich überlege schon, welche Frage stelle ich als nächstes und dann beantwortest du sie schon vorher. Sehr Ja, gut, sehr gut. Temperament. Mega, mega. Du hast es halt kurz jetzt gerade angesprochen, was jetzt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen angeht. Die Altersunterschiede finde ich cool, dass du das verpacken kannst und die gegenseitig sich natürlich pushen und kennenlernen. Was sagen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sonst noch so? Nach dem Kurs oder während des Kurses oder jetzt in dieser ganzen Zeit, wo du die ganzen Ausbildungen, ach, die ganzen Kurse geleitet hast. Was ist so das Hauptmerkmal, die Hauptaussage von deinen Kundinnen und Kunden? Die Hauptaussage, dass sie aus keinem Kurs eigentlich so verschwitzt rausgehen wie aus Hitzebeat, aber trotzdem unbedingt wiederkommen möchten. Also sie sind teilweise platt, wenn sie das möchten, sind sie platt, aber sie kommen trotzdem jedes Mal gerne wieder. Und ich muss wirklich sagen, das ist echt so. Also man sieht das an den hochroten Köpfen und trotzdem stehen sie das nächste Mal wieder da. Cool. Du sagst, dass die Teilnehmer ja so begeistert sind. Du hast jetzt, das wiederhole ich gerne, auf Grundlage deiner Erfahrung hast du ja viele andere Kurse auch geleitet und einfach mit vielen Menschen gesprochen und viele Kurse in Gang gesetzt. Kannst du sagen, wo waren die Schwierigkeiten, so einen Kurs zu etablieren? Weil neue Kurse kennt keiner. Die Leute wissen nicht, was auf sie zukommt. War das schwer? War das einfach? Und was hast du gemacht, damit der Kurs bei dir auch läuft? Also es war schon schwer, weil einfach das Hitzebeat oder vorher auch Breakletics, das war für die Leute irgendwie Begriff, den konnten sie sich nicht richtig einordnen. Und jeder ist halt dann sofort irgendwie auf YouTube gegangen, hat das selbst ein bisschen gegoogelt und da sieht man halt dann schon auch wirklich die schwereren Levels und es ist halt dann im ersten Moment mehr hängen geblieben, als wenn da einer ganz einfach so mal so das Anfängerlevel gemacht hat. Und dann hatten die teilweise wirklich Angst, in den Kurs zu kommen. Und ich habe halt dann einfach, weil ich habe ja für alle Kurse so WhatsApp-Gruppen, selber einfach Übungen aufgenommen und die da reingestellt, also schon das Anfängerlevel. Und dann haben sie gedacht, okay, das probiere ich jetzt trotzdem mal aus. Weil das Erschreckende für die war wirklich, wenn sie im Internet nach dem Kurs gesucht haben, dass sie halt dann auch wirklich
Profis, mal in Anführungszeichen, gesehen haben und gesagt haben, das kann ich sowieso nicht. Ja, diese Erfahrung haben wir selber auch gemacht und dann habe ich das nachvollziehen können. Ist natürlich cooles Marketing mit den ganzen Moves, das kommt immer gut an, das sieht immer frisch aus, aber ich hatte damals nicht den Gedanken, okay, das ist zu abschreckend, sondern eher, okay, das will ich auch irgendwann mal lernen und das ist motivierend und dann haben wir auch ein Stück zurückgeschraubt und so wie du das machst, ist das natürlich super, da den Leuten, einfach mit den Leuten zu sprechen, ne, denen was zu zeigen, dann gibt es auch keine Entschuldigung mehr. Oder eben mit Erfahrungsberichten zu arbeiten, mit Screenshots von Menschen, Interviews von Menschen, die schon in dem Kurs sind und dann ihre Erfahrung teilen. Jetzt bist du ja schon wie lange Trainerin? Also ich habe jetzt 2000 und Moment 21, also am 4. Dezember 21 habe ich die Ausbildung gemacht, mittlerweile dann auch das Trainer Level 2 gemacht und dann vor ein paar Wochen dann die Lizenzverlängerung nochmal gemacht. Cool, weil ich wollte genau das fragen. Was ist jetzt dein Gefühl? Du hast ja die Ausbildung gemacht, die Grundausbildung mit diesen 18 Grundübungen mit den X-Variationen. Dann hast du jetzt noch eine weitere Fortbildung gemacht. Was sagst du zu diesem Konzept im Allgemeinen? Was möchtest du als nächstes tun? Was hat es mit deinen Übungen auf sich? Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Macht es süchtig nach mehr? So ein Feedback einfach von dir, was du als nächstes machen möchtest. Ist es für dich zu wenig? Willst du mehr? Ist es ausreichend? Was sagt dir da dein Gefühl und deine Gedanken? Also durch das Trainerlevel 2, also durch die Verlängerung, ist ja schon wieder viel Neues mit hereingekommen. Man ist ein bisschen freier oder kann auch mal ein Lied selber auswählen, wenn man die GEMA-Rechte dazu hat. Also es ist schon noch, oder auch wenn man sich so battelt. Ich habe ja auch dann manchmal auch so Fußballmannschaften im Winter, die dann draußen nicht spielen können. Und die kommen dann und die möchten dann einfach einen Kurs haben. Und die battlen sich halt einfach gerne. Das ist so. Und dann da habe ich ja auch dann von der Gruppe her Teilnehmer, die alle gleich stark sind. Ich weiß, die haben gute Konditionen, sie sind beweglich. Und da finde ich das dann wieder super. Es kommt bei mir halt immer drauf an, mit was für einer Gruppe arbeite ich gerade? Mache ich einen Vormittagskurs? Habe ich ganz viele ältere Frauen dabei oder auch so berufstätige Mütter, die nicht jedes Mal kommen können und die wollen gern einfach so das Standard, wie es am Anfang war. Die kommen, die wissen, das mache ich und die haben ja auch noch den ganzen Tag vor sich. Die Kinder kommen heim, die wollen sich nicht komplett auspowern, weil sie sagen, ich muss noch arbeiten. Und habe ich einen Abendkurs, da kann ich wieder ganz anders Gas geben, da habe ich einfach wieder eine andere Zielgruppe. Aber ich finde das Trainerlevel 2 finde ich gut, weil man halt wirklich nur ein bisschen mehr Freiheiten auch hat. Also der Cypher-Mode oder so, wo dann jeder für sich auch so ein bisschen das machen kann, ist schon cool. Aber da brauche ich halt eine Gruppe, die immer beständig da ist. Und das habe ich vormittags nicht, weil eben da eben durch die Kindererziehung und alles immer wieder Teilnehmer mal ein, zwei, dreimal nicht kommen können, dann wieder da sind oder Schichtarbeiten. Ich habe auch viele Schichtarbeiter, die können bloß alle 4 Wochen mal im Kurs gehen und die wollen halt gern dann so bei dem Standard bleiben, wo ganz am Anfang war. Das heißt, also eben das nochmal zu wiederholen. Also erstmal an die Leute nicht wundern, wenn ich manchmal hier reingucke und manchmal da reingucke. Da ist die Ja. Kamera und Manu, du auch nicht wundern. Ich schaue immer manchmal in die Ja. Kamera, dann sehe ich dich halt nicht sofort. Und wenn ich dann hier reingucke, dann sieht man nicht, mit wem ich spreche. Ich hoffe, das verwirrt die Leute nicht. Bedeutet für mich, du hast sehr viel Abwechslung in die Kurse, auch durch die ganzen Fortbildungen, die du bis jetzt gemacht hast. Ich versuche das mal auch den Zuschauern zu erklären, weil die wissen natürlich nicht, was Battle Mode ist in dem Fall. Das ist zum Beispiel ein Trainingskonzept bei Hit the Beat, dass man halt nicht nur Frontalunterricht macht, wo der Trainer vorne steht und die Teilnehmer vor einem, sondern auch die Option bietet, dass die Teilnehmer gegenüberstehen und sich dann mit verschiedensten Übungen, die wir bei Hit the Beat anbieten, battlen und sich gegenseitig herausfordern und zum Beispiel eine bestimmte Übung lange aushalten zu können und sich gegenseitig an das Limit pushen. Und du hattest auch gesagt, dass du verschiedene Zielgruppen hast. Normalerweise bei so Group-Fitness-Kursen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Frauen sind. Jetzt hast du gesagt, du hast Fußballmannschaften betreut. Wie reagieren Männer und wie reagieren Frauen? Weil du ja beide kennengelernt hast. Gibt es da einen Unterschied? Ist es ähnlich? Ist es gleich?
Die reagieren teilweise schon unterschiedlich, weil die Frauen halt mehr so das Taktgefühl haben und sich schneller in die Übung reinfinden, weil sie mit der Musik einfach mitgehen. Die haben ja oft dann auch schon andere Kurse gemacht, wo man ein bisschen mit der Musik, wo man Taktgefühl hat. Und die Männer, die brauchen da ein bisschen, bis sie sich auf die Musik einlassen. Also da geht es einfach erstmal darum, die Übung überhaupt hinzubekommen. Da kann ich manchmal dann gar nicht nach dem Lied gehen. Und ich weiß, ich sollte ja immer so nach Konzept arbeiten und dann hast du die Erklärminute und dann machst du deine Übung. Aber da muss ich dann sagen, wenn ich zum Beispiel Fußballmannschaft mit Männern habe, dann funktioniert das einfach nicht. Da brauche ich länger als die Minute. Da erkläre ich erstmal und erkläre und erkläre und dann mache ich die Übung. Weil sonst haben es keinen Spaß dran. Also die sind halt dann einfach, oder auch meine Kraftsportler vom Fitnessstudio, für die möchte ich das ja auch machen, damit sie einfach beweglicher werden. Aber die haben das halt überhaupt nicht, dass die haben ihre Wiederholungen, ihre Sätze, aber nicht, dass sie so nach dem Takt arbeiten müssen. Und die brauchen da einfach ein bisschen. Ja, also die Erfahrung habe ich genauso gemacht, wie du es gerade auch wiedergegeben hast. Das ist ja auch ein Kurskonzept, was genau ja auch Koordination, Raumkoordination, Gefühl zur Musik schult. Und manchmal bin ich auch erstaunt, obwohl Leute aus so Sportarten kommen, die eigentlich koordinative Fähigkeiten mit sich bringen, wie zum Beispiel Fußball. Da muss man ja auch schon wissen, wo ist rechts, wo ist links, rechts, links, Ball dribbeln. Und ich bin mir jetzt 100% sicher, dass wenn man sich dann einmal traut, in den Kurs zu kommen, dass das auch positive Auswirkungen hat, eben auf andere Sportarten, auch bei Kraftsport, ne, Muscle-Mind-Connection, einfach die Koordination von den Gedanken zu Muskeln, das ganze Synergie- und Überkreuztraining bei Hit the Beat steigert dann auch am Ende natürlich auch die Leistung in den anderen Sportarten. Und kann ich natürlich nachvollziehen, dass dann am Anfang die Leute nicht mit Koordination, Musik etwas Neues ist. Man kommt aber schnell rein, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht und anscheinend bei dir läuft es dann genauso. Also die kommen dann relativ schnell rein, wenn sie sich drauf einlassen, dann funktioniert's. Also, eine Sache, wenn ihr mit Manu trainieren wollt, wo gibst du die Kurse? In welcher Stadt? In Fohnstrauß, also diese ganze kleine Ortschaft nahe der Waidhauser Grenze. Das kennt meistens jeder, den Grenzübergang Waidhaus. Der ist nicht weit von uns weg. Das sind so Also an alle 100 Leute, die das Kilometer. jetzt gucken und dort aus der Nähe kommen, schreibt hier unten, ich verlinke mal Manus Instagram-Kanal, da könnt ihr gerne schreiben und einfach sich bei ihr melden und gerne bei den Kursen mitmachen. Machst ja auch jetzt gerne bei den Challenges mit und ich sehe mal ganz viele Videos aus auf Ja, Instagram bei dir. genau. Und ich biete es auch im Sommer, also auch im Freien draußen an. Also ich komme auch auf die Sportplätze. Cool, trainierst du gerne draußen? Beides. Also ich liebe Indoor und ich liebe Outdoor. Also ich kann da nicht sagen, dass ich eins lieber mag oder weniger gern mag. Ich mag beides gern. Cool, ja, das habe ich auch bei dir gesehen auf den ganzen Instagram-Kanälen. Wenn ich mir das anschaue, bist du da sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und auch die ganzen Challenges von anderen Leuten, die du na nachmachst, erstmal Props dafür. Sehr fit. Mach Ja, ich weiter sage mir, so. mein Spruch ist eigentlich immer, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer da, wo er so schon ist. Das habe ich mal gelesen und das trifft eigentlich vollkommen zu. Man muss halt einfach mal was Neues ausprobieren, um weiterzukommen. So sehe ich das genauso. Einmal natürlich rein körperlich, rein sportlich, da immer aus seinen Gewohnheitsmustern rauszukommen. Auch im Leben finde ich, du kannst halt erst was Neues erleben, wenn du Dinge tust, die du vorher nicht getan hast. Sonst bleibt, wie es ist. Auch Genau. ein Satz, den ich sehr gerne sage. Jetzt meine letzte Frage, Manu. Jetzt nach den ganzen Erfahrungen, die du bis jetzt als Hit-the-Beat-Trainerin gesammelt hast, wenn es jemanden gibt, der auch diese Herausforderungen meistern möchte, der wie Trainer oder Trainerin werden möchte. Was würdest du jetzt nach deiner Erfahrung ihm sagen? Warum sollte er diese Herausforderung annehmen? Warum sollte es ausnehmen? Weil er dadurch einfach weiterkommen wird. Das ist einfach so. Ich kann es nicht erklären. Man muss es einfach machen und dann versteht man es auch. Also man muss wirklich sich die Zeit nehmen, sich der Aufgabe stellen, sagen, okay, ich melde mich da an, ich mache die Trainerausbildung und sie ist ja auch eine Ausbildung, die bezahlbar ist. Also ihr seid ja da nicht überteuert oder so und darum finde ich, man muss einfach ausprobieren und selbst wenn er als Trainer dann nicht Fuß fassen möchte, auch für sich selber lernt er in der Ausbildung so viel, dass er fürs eigene Training einfach auch mitnehmen kann. Cool, also ich finde das schön, dass du das so sagst, weil
Mein Ziel war es auch, dass die Trainer eine Transformation erleben oder das Potenzial kennenlernen, was der Körper alles kann, was da alles möglich ist, dann selber kreative Prozesse entstehen und das dann eben an die Teilnehmer weiter oder Teilnehmerinnen weitergeben kann. Freut mich, dass das funktioniert, dass es Ja. auch bei dir funktioniert hat. Und wie die Manu das gerade auch schon gesagt hat, wenn ihr Lust habt auf die Ausbildung, schreibt mir gerne. Unten habt ihr die Möglichkeit, ein Telefonat zu buchen. Dann spreche ich mit mir oder mit jemandem aus meinem Team und ich beantworte oder wir beantworten da euch wirklich jede Frage. Also es lohnt sich, ne? Ich habe nichts zu verlieren. Wie ihr seht, sehr viel zu gewinnen. Das war's von unserer Seite. Manu, vielen lieben Dank für deine Zeit. Hat mich mega Sehr gefreut, mich gern. mit dir austauschen zu dürfen. Alle anderen, wer möchte, Daumen hoch, kommentiert gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut euch die ganzen YouTube-Videos an oder andere Berichte. Da ist für jeden etwas dabei. Ja, finde ich auch. Bye-bye. Vielen Dank. Bye bye. Ciao. 5, 6, 7, 8.